bin gerade angekommen. Ja, krass auf jeden Fall. Ich habe mir das Zimmer ganz anders vorgestellt, muss ich sagen, weil letztes Mal habe ich in einem Zimmer gewohnt. Ich bin so müde auch, ich muss mich echt zusammen sammeln, dass ich die richtigen Worte noch finde. Letztes Mal habe ich ja in so einem modernen Zimmer gewohnt und diesmal bin ich wieder in einem älteren. Und keine Ahnung, irgendwie stört mich das, dass hier... Ja, ich zeige euch das einfach mal, wie das aussieht. Es ist halt die Tür wieder, ne? Das ist wieder so eine Tür, da kann man sogar durchgucken. Dann Fernseher ist okay. Hier habe ich einen kleinen Tisch. Hier ist mein Kühlschrank und meine kleine Küche sozusagen. Hier habe ich auch ein bisschen Platz, mal diesmal. Hier, das finde ich ganz gut, wenigstens etwas. Hier ist auch nochmal so ein Ausgang. Ist halt hässlich, ne? Dieser Ausgang. Das gefällt mir nicht. Das hatte ich nämlich in meinem ersten Apartment auch. Und das Bett ist ganz okay, muss ich sagen. Ne? Also das ist auch eine neue Matratze auf jeden Fall. Da kann ich so meine Sachen hinhängen. Hier habe ich gerade ein bisschen ausgepackt. War auch gerade bei Chedraui. Das ist das Erste, was ich gemacht habe mit dem Jungen, den ich ja im Flieger kennengelernt habe. Hier auf jeden Fall mal einen Saft geholt. Das Problem ist einfach... Achso, ich zeige euch auch mal mein Badezimmer. Es ist halt mega dunkel hier drin. Das stört mich. Ich bin halt jemand, ich brauche mal Licht. Ne? Und das Badezimmer... ist eigentlich ganz okay. Also kann ich eigentlich nicht meckern. Und hier, also was ich halt hier dran mag, sind die hohen Decken. Ich stehe da ja voll drauf, ne? Das ist ja noch, wo ich sage, hey, cool. Fühle ich mich nicht so eingeengt. Aber... Also ich hätte jetzt die Option umzuziehen. Und zwar in die Wohnung, wo Charlie vorher gewohnt hat, in das Zimmer. Überlege ich jetzt, ob ich das mache. Das könnte ich in einer Woche machen, aber kann ich jetzt wieder nicht auspacken. Da muss ich jetzt halt nochmal so, ne, mit den Sachen und... Ich überlege mir jetzt noch, weil ich gucke mal morgen, wie ich mich fühle. Andererseits ist es auch gut, weil das dann immer schön kühl ist, ne, wenn du nicht so, so viel Licht reinkriegst. Weil auch hier draußen ist ja der Gang auch ziemlich dunkel, weil da noch... Also kann man das sehen? Ja, das sieht aus wie... Also ich komme mir schon ein bisschen vor wie im Knast und andererseits finde ich es auch... Ja, ich bin ja tagsüber eh immer draußen, tagsüber eh mal unterwegs, ne? Ich bin ja eigentlich nur abends zu Hause und so schon. Ich gehe jetzt erstmal duschen, ich bin auch echt müde, weil es ist ja mittlerweile, also hier ist es jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, kurz vor 8. Genau, und in Deutschland ist es ja jetzt 6 Stunden später. Also um 2. Und ja, das heißt, ich bin auch langsam müde, was mich natürlich ein bisschen stört. Ich habe jetzt auch keine Sachen. Ich habe mir gerade ein Duschgel einfach geholt und ein Shampoo, Creme nicht, weil ich habe ja alles eigentlich bei meinem Kumpel. Der wollte mir es auch heute bringen, aber leider hat er kein Handy gerade und wir konnten uns dann nicht kommunizieren. Jetzt hat ein Kumpel von ihm mir geschrieben, dass ich ihm mir meine Nummer gebe und ach, alles ein bisschen kompliziert. Aber... Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn ich da meine Sachen bald bekomme, weil da ist auch Sonnencreme und alles. Ich habe jetzt keine Lust mehr, jetzt einfach mal neu zu kaufen. Auch Teller und Töpfe und, und. Ich meine, ich faste ja jetzt eh noch, ne? Saftfastentag Nummer 10 läuft bei mir immer noch. Ich habe heute auch im Flieger, ne, wo ich ja 11 Stunden geflogen bin, Tomatensaft getrunken und immer einen O-Saft mit Wasser zusammengemischt. War jetzt kein frischer, aber ist okay. Und Gemüsebrühe habe ich ja auch erst mitgenommen, nur ich habe halt jetzt keinen Topf oder so. Nichts, ne? Muss ich warten, bis mein Kumpel mir das bringt. Und ich finde den Geruch hier auch ein bisschen komisch hier drin. Da muss man irgendwie... Weiß nicht, wie das riecht. Irgendwie seltsam, ne? Keine Ahnung. Ja, mal schauen, ob ich mich noch einlebe oder doch umziehen werde. Jetzt erstmal eine Dusche. Das ist Fakt. Und dann hinlegen. Und chillen. Ich wollte noch mal ganz schnell berichten, was jetzt eigentlich hier passiert ist. Nicht auf das Negative fokussieren, aber ich will euch mal was zeigen. Ich wollte gerade duschen gehen. Und dann erstmal kam da oben gar kein Wasser raus. Also warm schon mal gar nicht. Und zweitens hier unten, wie man sehen kann, ist auch überall Wasser. Es fließt nicht ab. Und jetzt konnte ich netterweise bei meinem Vermieter duschen gehen. Und aber es nervt mich, ey. Die Fenster sind undicht, das heißt, jetzt ist es noch nicht so heiß, aber wenn es richtig heiß wird, dann sieht man hier, ne, das ist ja auch offen. Ich mache die Tür jetzt nicht richtig auf, weil diese ganz schwer zugeht. Die geht gar nicht richtig zu, auch wenn man sieht, ne, die klemmt. Und klar, wenn es jetzt richtig warm wird, da kann man sich hier tot klimatisieren. Das wird nicht kalt, weil es einfach undicht ist. Und die Tür hier genauso, die ist auch undicht. Man kann sogar durchgucken.
Ich habe auch gesehen, wie die Vermieterin von durchgeguckt hat. Keine Ahnung, was sie sehen wollte oder gucken wollte. Ja, und jetzt bin ich so ein bisschen... Eine Kakerlake habe ich vorhin auch schon hier drin gefunden. Nicht sehr lang spaziert. Genau hier war sie, auf dem Weg zu meinem Bett. Dann dachte ich mir, nein, das kann jetzt bitte nicht wahr sein. Es war nämlich damals in meinem alten Zimmer auch so. Da bin ich ja umgezogen. Und das hat mir so gut gefallen. Und jetzt bin ich schon wieder... Ich weiß nicht, womit ich das jetzt verdient habe. Der Tag lief so, so gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich wieder Pech, ne? Irgendwie habe ich das wieder in mein Leben gezogen. Auf jeden Fall bin ich jetzt todesmüde. Ich habe mich gerade auch abgeschminkt. Deswegen will ich mich jetzt gar nicht hier so zeigen, weil ich einfach müde aussehe. So sehe ich jetzt aus. Einfach müde und kaputt. Und ich muss einfach schon schlafen gehen. Ich hoffe, dass morgen Isa kommt und mir meine Sachen bringt, weil ich halt nichts hier habe. Außer die Süßigkeiten da oben, die habe ich noch. Die habe ich ja gekauft für die ganzen Leute hier. Mein ganzer Kühlschrank ist voll mit Schokolade. Und ich esse ja sowas nicht. Ich trinke ja nur gerade Saft. Das ist eher Saft und Tomatensaft. Ja, ist auch gemein, wenn ich das dann hier in meinem Kühlschrank habe. Naja, ich lege mich jetzt in mein Bettchen. Schön, gemütlich, ach ja, dann gucke ich vielleicht noch ein bisschen spanisches Fernsehen hier, mexikanisches, dann habe ich immer alles, dass mich jemand da beobachtet an der Tür, Hauptsache meine Schuhe stehen aber schön und dann schlafe ich auch gleich. Gute Nacht. Das war ein langer Tag. Da meine Dusche ja nicht funktioniert, sind jetzt die Handwerker hier und machen das. Ich hoffe, dass es danach funktioniert.